Hier haben wir auch gleich noch einen Troll. Geh gleich mal mit rein. Hol dir mal die Bogenschützen. Snack die mal mit ab. So, wie sieht's jetzt hier drüben auch aus? Es sieht im Grunde genommen fürchterlich aus. Es sieht im Grunde genommen echt fürchterlich aus. So, Troll. Bitte hier hingehen. Wie sieht's bei den Elben aus? Könnt ihr die mal wegnehmen? Ah, das sieht jetzt gut aus. Das ist ein kleiner Befreiungsschlag jetzt, aber nur ein kleiner. Weil hier schon wieder diverserlei Reiter kommen und es wissen wollen. Rausnehmen, die weißen Wachen rausnehmen. Der Palast der Haradrim erweitert ist schön, aber das bringt uns gerade nichts. Weil hier Horden von Gegnern kommen. Aber wir kennen das ja schon. Wir kennen das schon. Das ist nichts Neues. Nächster Troll. Bitte reingehen in die Aktion. Wir lassen uns jetzt mal nicht so dermaßen zurückdrücken. Ich möchte jetzt tatsächlich versuchen, irgendwie von unten den Befreiungsschlag her hinzubekommen. Der Troll, der kann hier gleich mal Anlauf nehmen. Hier, ihr könnt auch gleich mal mit rüber. Unterdessen ziehen wir mal unsere Katapulte hoch. Und das machen wir ganz einfach. Die lassen wir... Das ist doch jetzt nicht wahr. Schon wieder rohieren. Hier, los, Troll. Troll, ich brauch dich. Oh, oh. Äußerst ungünstig. Können wir das Licht nochmal ausmachen? Geht das irgendwie? Das bringt nichts. Bei den Trollen. Okay. Wir haben was rausbekommen. Wir haben die... Nee, wir haben nicht die Masse der Rohirrim rausbekommen. Und das sind schon wieder Reiter. Also wir müssen jetzt... Ich hoffe, dass die zwei Katapulte jetzt irgendwas bringen. Sonst müssen wir das jetzt mal ganz einfach machen. Nämlich mit derselben Taktik, mit der unser Gegner kam. 1:1 dieselbe Taktik. 1:1 das gleiche nochmal. Und zwar hier von der Seite. Mal ein bisschen ärgern. Der Troll kriegt Ärger. Hier sind noch Bogenschützen gerade erschienen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Bleibt am Ball. Wie sieht's bei den beiden Katapulten aus? Die sind unter Beschuss. Oh nein, warum sind die wohl unter Beschuss? Wo lauft ihr denn hin? Was macht denn ihr? Ihr könnt doch nicht ganz einfach hier mal reinspazieren. Alles klar, da haben wir also gegnerische Katapulte. Die können wir ja rausnehmen, das ist nicht das Problem. So, ihr geht hier hoch. Feuerpfeile sind bereit. Nein, nicht so weit vorrennen. Achso, ich hab wahrscheinlich... Nee, ich hab den Sammelpunkt jetzt... nicht ganz so weit vorgesetzt. Trollkäfig ist verbessert. Die beiden Katapulte haben es offensichtlich nicht geschafft. So, ihr zwei hört mal bitte auf, euch zu kloppen. Ihr geht mal hier was kloppen. Ihr sollt euch doch nicht gegenseitig hauen. Ach, Trolle, ihr seid doch wieder mal ganz tolle Burschen. So, Bogenschützen. Wo ist denn nun der Sammelpunkt? Der ist hier drüben, den setze ich mal noch weiter zurück. Haradrim bleiben am Ball. Olifanten sind auf jeden Fall jetzt bemannt, aber... Da kommen wieder Elben. Die werden wir diesmal gleich aus dem Spiel nehmen. Dazu müssten bloß unsere Orkbogenschützen schießen. Ich wollte gerade sagen, wenn hier drei Trolle kommen gegen diese ganzen Elben, dann sollte doch irgendwas funktionieren. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind. Wie sieht es bei den Katapulten aus jetzt? Es scheint,
Kugel kommt aus das der ist Grube. Das dritte Katapult. Naja, immerhin. Hey, Banner des roten Auges. Ja, wunderbar. Gleich mal auf... Ach, auf die Reiter. Guck mal. Gleich weg. Ohne irgendwas. Wir können den Troll ja mal buffen. Mal uns den Spaß machen. Nee, aber weg. Schade. Wir hatten wohl keine Trolle mehr. Was ist denn das? Wir hatten keine Trolle mehr. Sauerei. Drei Katapulte sind fertig. Das vierte Katapult ist fertig. Bleibt wachsam! Bleibt wachsam! Wie sieht's denn aus bei euch, Orks? Habt ihr noch irgendwas zu verbessern? Nein. Trolle werde ich mal noch hinstellen. Wir brauchen jetzt, glaube ich, auch einen Troll. Ach, weil da schon wieder Waldläufer sind. Die jetzt direkt auf den Troll schießen können. Was sehr ungünstig ist. Aber das ist nicht schlimm. So, Katapulte. Da sehe ich vier Katapulte. Das fünfte müsste jetzt jeden Moment hier erscheinen. Die kommen gerade wirklich wie gerufen, die Katapulte. Ihr geht hier rüber. Ja, Orks, ich wollte gerade sagen, haltet euch mal da drüben bereit. Oh, da kommt wohl was über die Flanke. Wie finde ich das denn? Hey, nicht auf die Olifanten. Was ist da? Was soll denn das? Die Olifanten sind noch in der Hinterhand. Fünf Katapulte sind bereit. Jetzt kommt der Spaß überhaupt erst. Palantir wäre ich gleich... Moment mal. Moment mal. Zurück mit euch. Da kommen bewusst jetzt ein paar Bogenschützen angewatschelt. Das finde ich sehr, sehr ungünstig. Oh nein, mit Reitern. Nein. Bleibt da, Katapult. Wie finde ich das denn, Troll? Bitte, 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 bitte. Das kann doch nicht wahr sein, dass da gerade ganz zufällig diverserlei Gegner erscheinen, während wir hier im Anmarsch sind. Also, Mann. Bogenschützen sind noch ein paar bereit, da ist noch ein Troll. Der soll da mal noch ein bisschen Ärger verbreiten. Katapulte sind jetzt nur noch vier. Wir haben den Palantir rausgenommen. Ach, Mann. Warum verschiebt denn sich da ein Fokus? Nee, da verschiebt sich kein Fokus. Ich hätte mich jetzt schon sehr gewundert. Aber wir können das ja mal machen. Wir können ja mal noch zwei Katapulte holen. Warum nicht? Ich wollte gerade sagen, würdet ihr auch was tun? Also bitte. Troll ist noch einer bereit. Sehr gut. Der geht mal hier rüber. Der guckt sich das mal an. Hier steht da auch schon ein Troll bereit. Und ich werde jetzt nochmal Sauron schicken. Da ist ordentlich was. Da sind ordentlich Gegner. Wir hatten einen Katapult weg. Wir lassen den Troll mal ein bisschen Ärger verbreiten. Der soll mal ein bisschen als Lockmittel dienen. Hier kommt der zweite Troll, der kann auch gleich noch mit rein. In die Aktion. Ich will, dass dieses Katapult weg ist. Ich will, dass der Ärger... Dass die Ärger verbreiten, bevor die Katapulte kaputt gehen können. Schießt bitte. Gondorianisches Katapult ist weg. Sehr gut, aber unsere Katapulte machen dafür jetzt auch... Sind dafür jetzt auch schon weg. Toll. Das hat jetzt nicht so in meinen Plan gepasst. Das ist sehr ungünstig. Ja, wir stellen mal noch fünf weitere hin. So. Trolle noch ein paar. Ja, die Weiße Wache kommt runter, aber von mir aus sollen sie mal machen. Wir haben doch hier einen Haufen Troller.
Die sollen mal Anlauf nehmen. Und zwar auf das Tor. Die können doch das Tor angreifen. Ach, die brauchen gar nicht das Tor angreifen, oder? Dann nehmt mal die hier im Nahkampf. Oder haut wirklich mal auf das Tor. Haut mal drauf. Einfach mal anklopfen. Mal ganz freundlich. Genau, einfach mal ganz nebenbei eine Attacke machen. Was ist denn jetzt hier los? Hier sind jetzt diverserlei Orkbogenschützen aus dem Spiel genommen worden. Das finde ich doof. Das finde ich erstmal grundlegend ziemlich doof. So, wie sieht's denn bei dem Tor aus? Ach, die beiden Trolle sind zerlegt worden. Das ist ja nicht schlimm. Nö, ach. Wir können ja auch, guck mal hier. Wir können ja mal die Orks hier vorschicken. Die Trolle schicke ich mal dahinter. Der kann ja mal hier im Nahkampf gehen. Ihr könnt auch mal im Nahkampf gehen. Ärgert mal ein bisschen rum. Macht mal ein bisschen Ärger. Die zwei Trolle können jetzt wirklich nochmal am Tor angreifen. Wo ist denn unser Troll? Hier ist er. Bitte die Reiter rausnehmen. Die kommen alle aus dem Seitentor. Das ist ja unglaublich. Aber wir haben es gut gemacht. Wir haben es jetzt dahingehend gut gelöst, dass der Fokus sich verschoben hat. Und da kommen jetzt halt von hier unten mal noch zwei Trolle gelaufen. Da kommen jetzt hier mal noch was gelaufen. Und da kommen halt auch Elben mittendrin reingeworfen. Mit Rohirrim. Eie. Ey, das ist jetzt uncool. Ihr könnt doch jetzt hier nicht einfach mal losreiten. Ey. Ah, doof. Das ist ja ganz doof. Wo sind die anderen zwei Trolle? Ist völlig egal, wo die sind. Schieß drauf. Ärgert sie mal schön. Reißt mal das Tor schön ein. Also nicht mal das Tor, reißt die Mauer weg. Zumindest ist jetzt die Mauer entblößt. Hier ist noch ein Troll da. Der soll auch mal Anlauf nehmen. Reißt mal ein schönes Loch in die Mauer. Ein schönes, herzliches, kräftiges Loch. Ohne Reparaturkosten. Ohne, dass das Tor, die Mauer noch hält. Oh, verdammt, das wird knapp. Schießt. Bitte schießt. Oh Gott, du musst noch einmal schießen. Bitte tu mir den Gefallen. Jawohl. Und da war da ein Loch in der gegnerischen Mauer. Das ist doof, ne? Ach, schade für euch. Aber wieder was weg. Jetzt haben wir hier natürlich ein bisschen entblößte Verteidigung. Also entblößte Verteidigung im Sinne von, wir haben kaum mehr Truppen. Wir sind Gegner. Die schicke ich mal mit rüber, unsere Bogenschützen. Die Ork-Trupps, die schicke ich genauso mal mit hier an vorderste Front. Wie sitzen bei den... Hey, Trolle! Nicht dastehen! Ah, da hat es den nächsten Troll einfach zerlegt. Das ist ungünstig. Ja, die Orks jetzt hier an vorderste Front zu schicken, ist natürlich auch ein bisschen waghalsig. Fällt mir gerade mal auf. Und jetzt kommen da natürlich die Reiter. Natürlich sind die da gleich an vorderster Front. Und warum zur Hölle sind hier noch Bäume? Da habt ihr die Reiter immer noch nicht zerlegt. Der Troll soll mal zu den Waldläufern rennen. Unterdessen, ich brauche mal noch Katapulte. Ich bräuchte bitte noch mal Trolle. Ich bräuchte vor allem auch noch Ork-Trupps. Die zwei Trolle können doch mal wieder... Die können ja jetzt mit Anlauf rein in die gegnerische Basis, ne? Die Trolle können ja jetzt richtig, richtig Ärger machen. Wenn sie Lust haben. Macht mal richtig Ärger. Das finde ich gut. Die zwei Trolle sollen mal richtig Anlauf nehmen. Die sollen mal hier reinstiefeln.
wenn möglich. Ja, genau, haut die weißen Wachen mal noch ein bisschen. Ja, ich schicke euch Sauron mal noch zur Hilfe. Ich gebe euch sogar noch einen Buff dafür. Mal richtig schön ärgern. Weil mir nämlich klar war, dass jetzt noch Rohirrim kommen. Als hätte ich es geahnt. Es ist natürlich wieder ganz toll. So richtig schön plakativ. Ah, die Trolle sind weg. Die haben natürlich nicht viel machen können jetzt bei der Aktion. Das ist ungünstig gewesen, aber naja, gut. Müssen wir mit leben. Das wird hier sich ein bisschen ziehen, der Kampf. Das ist auch okay. Also das... Für mich ist das zumindest völlig okay, dass sich der Kampf hier ein bisschen zieht. Ich schicke mal die Orkbogenschützen hier rüber, dass die mal... Hey, hey, nicht nur dastehen, liebe Trolle. Sondern auch möglichst was wegreißen. Jetzt kommen natürlich noch die Elben. Am besten, ihr lasst jetzt noch ein paar Bäume wachsen. Natürlich, dass die Deckung haben. Also jetzt haben wir hier Bogenschützen gegen Bogenschützen. Und natürlich haben unsere Bogenschützen einen riesen Nachteil. Na, alleine schon anhand der kurzen Reichweite. Aber ich versuch's mal jetzt irgendwie zu lösen. Aber das wird wahrscheinlich eher schwierig. Kann ich mir gerade denken. Ja, die weißen Wachen, die kann der Troll aus... Hätte der Troll eventuell auseinandernehmen können. Das Meertruppen können wir nicht befehligen. Was ist denn da los? Ja gut, ich meine, ich produziere auch nur Truppen, aber... Mehr mache ich ja gerade wirklich nicht. Bitte nicht zerlegen lassen. So, hier sind Bogenschützen. Attackiert die weißen Wachen bitte. Schießt bitte schön drauf, dass die weggehen. Dass wir hier nicht... Oh oh. Dass die Olifanten auch ein bisschen geschützt sind. Die werde ich noch brauchen. So, wie sieht es bei den zwei Trollen aus? Ich habe 4 Trolle losgeschickt. Naja, dann nehmt mal Anlauf, würde ich sagen. Hier, nehmt mal Anlauf, genau. Wir nehmen jetzt mal 4 Trolle. Wir klopfen mal an. Der erste Troll ist nämlich schon tot, das war klar. Ja, es war mir klar. Zweiter Troll ist nämlich jetzt damit auch direkt tot. Und warum? Weil hier ein paar Waldläufer stehen. Ach, das ist ungünstig. Wir kriegen... Also ich habe jetzt noch keine so richtige Idee, wie wir das hier gelöst kriegen. Noch nicht so richtig zumindest. Das ist mir noch ziemlich schleierhaft. Ihr nehmt die Reiter so rum. Die Waldläufer, die müssten halt weg. Die stehen eben ungünstigerweise im Weg. So, du kannst ja mal weitermachen, genau. Ach nee, du musst die Turmwachen rausnehmen. So, die Katapulte sind auf Position. Ja, da steht halt einiges. Nehmt Anlauf. Nehmt mal noch das nächste Stück Mauer raus. Vielleicht bringt das auch was. Vielleicht bringt es ja auch, das Tor anzugreifen. Vielleicht bringt es was. Ich brauche auf jeden Fall noch jemanden, der da mitgeht. Sprich, ein paar Orks. Oh, die Katapulte sind natürlich viel schneller. Was ich gerade sehr un... Schon wieder Elben. Na, sag mal. Na, er ist schon wieder Rohirrim, meinte ich. Also egal was von beiden, es ist ungünstig. Obwohl mir die Elben natürlich weitaus lieber sind als die Rohirrim. Ich glaube, ich brauche dafür mal was. 3 Trupps von den Runensoldaten werden da, glaube ich, mal helfen können. Wie sieht's bei den Katapulten aus? Ihr schießt. Ihr schießt munter drauf los. Das ist gut. Reißt nieder, was ihr niederreißen könnt. Die Ork-Trupps attackieren.
Die halten auch so ein bisschen den gegnerischen Nachschub auf. Das ist gut. Öffnet einfach mal das Tor. Sehr schön. Da könnt ihr auch gleich die Mauer mal noch mit einreißen. Jetzt sind hier Elben erschienen. Vor unserer Tür. Schießt drauf. Also das Grundproblem ist gerade, dass ich jetzt nicht einschätzen kann. Da ist ein Loch in der Mauer. Sehr gut. Das Tor ist futsch. Die Orks blockieren das hier alles so ein bisschen. Nehmt mal was raus, was ihr rausnehmen könnt. Na, wieder, so wieder das übliche Prozedere hier genauso mal. Diese Kaserne, die könnt ihr mal mit rausschießen, wenn es euch möglich ist. Weil das würde natürlich ultra helfen. Das würde dahingehend ultra helfen, dass wir zumindest mal ein bisschen den Vorstoß unseres Gegners stoppen. Ich kann jetzt nicht mit gesammelter Truppe hier reinrennen. Das bringt nichts. Warum lasst ihr euch ablenken? Schießt weiter. Ich wollte gerade sagen, die Kaserne, die muss auch weg. Da haben wir doch ein paar Reiter. Die sind doch für den Troll gerade wie geschaffen. Vielleicht wäre es auch eine Idee, die Zitadelle schon rauszunehmen. Der Troll, der macht da echt seine Arbeit. Unglaublich. So, versucht mal irgendwie eine Schusslinie zu kriegen, dass wir die Zitadelle nehmen. Unterdessen, wir sammeln uns. Olifanten, eure Zeit ist gekommen. Und nicht nur die der Olifanten, sondern des gesamten Rests. Ihr rückt mal mit vor. Dass die Katapulte weg sind. Das ist mir ja so ein Rätsel. Ja, ihr schießt mir. Weißt du was? Lass die Katapulte mal schießen. Lass die Katapulte echt mal schießen. Die anderen zwei Katapulte können sich ja mal hier irgendwie positionieren. Und ihr nehmt mal noch raus, was ihr rausnehmen könnt. Hier drüben ist ja auch noch so eine Kaserne. So, die weißen Wachen, die gehören euch, Olifanten. Ach so, da stehen ja noch welche. Drei Katapulte sind übrig. Die anderen zwei Katapulte können mal hier was auseinandernehmen. Da sind schon wieder Rohirrim erschienen, was ich sehr ungünstig finde. Ah, da hat es den ersten Olifanten einfach mal gnadenlos zerlegt. So, die Katapulte. Ne, wir sind doch noch vier Katapulte. Ich habe mich getäuscht. Schießt mal noch auf Gegner. Nehmt mal noch irgendwelche Gegner mit raus, ganz einfach. Wie sieht's denn bei diesen Elben aus? Sind die weg? Bei den Elben, bei den Rohirrim. Wollte ich sagen. Unsoldaten, ich brauche euch. Ah, da ist noch ein Troll. Sehr gut. Sehr gut. Die Gehöfte weg. Der ganze restliche Trupp hier rein mit euch in die Aktion. Wer schießt denn da drauf? Ach, das ist ein Turm da drüben. Der da schießt. Den könnt ihr mal rausschießen, wenn möglich. Das wäre echt cool, wenn ihr diesen Kampfturm mal rausnehmen würdet. Weil der stört echt. Einfach mal weg damit. Ja, genau. Und tschüss. Habe ich hier das gerade richtig auf der Karte gesehen? Nee, das täuscht nur. Ich habe jetzt hier unten auf der Minimap tatsächlich gedacht, hier ist noch ein Gehöft, aber ich habe mich getäuscht. So, Olifant, was ist denn jetzt hier? Boah, ey. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns gerade echt in einem krassen Maß zurückgekämpft. Und das erstaunt mich. Niemand vermag Saurons Macht zu widerstehen. Das ist irre. Das ist echt irre. Tja, das waren jetzt im Endeffekt
3 Folgen Spielspannung, Spaß und keine Schokolade zu Weihnachten. Wir haben schon wieder 1000 aufgestiegene Einheiten. Das ist Wahnsinn. Schaffen wir mal die 100? Ja, wir haben die 100 geschafft. Wir schießen über die 100 weit drüber. 146, boah. Aber wir haben es geschafft. Emin Arnen ist diesmal unsere. Und es war verdammt schwer. Wir hatten im Grunde genommen, der Ausschlaggeber des Ganzen war, dass sich die Waldläufer am Anfang zurückgezogen haben. Kurzerhand. Und wir uns wieder aufbauen konnten. Das war so der wesentliche Schritt. Danach ging der Ärger los. Die Reiche der Menschen werden. Wir haben es geschafft. Wir haben jetzt 9 Spezialfähigkeiten. Ich würde gerne in den nächsten Folgen mal noch gucken, was können wir als nächstes machen. Wir hätten noch den Scheideweg offen. Können wir den einnehmen? Geht das? Das würde ich gerne mal noch gucken. Ja, den Scheideweg haben wir noch offen. Wir haben Harland noch offen. Oder jetzt wieder offen. Weil wir jetzt hier das Stück erobert haben. Das war jetzt also wichtig, Emin Arnen zu erobern. Lebenin hätten wir dann noch. Pelagier würde ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Mündung der Endwasser und dann hier hinten noch in Richtung Düsterwald. Das hätten wir alles noch offen. Das würde ich dann aber gerne in den nächsten Folgen machen. Ich muss so ein bisschen jetzt meine Kräfte vor Weihnachten sparen. Bin auch zugegebenermaßen ein bisschen angeschlagen. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich gerne über Likes und über Kommentare. Und dann sehen wir uns ganz einfach in der nächsten Folge wieder zurück bei der Schlacht um Mittelerde. Bis dahin. Ciao.